Hi und herzlich willkommen in der Bachschule Freiburg. Ich bin Manu und heute machen wir zusammen einen White Russian. Ein sehr bekannter Cocktail, vielleicht unter den 10 bekanntesten Cocktails der Welt. Bekannt geworden ist der Drink fast ausschließlich durch den Film The Big Lebowski aus dem Jahr 1998. Sehr, sehr, sehr großer Kultklassiker, ne, in dem The Dude sozusagen von dem White Russian eine ganze Menge trinkt. Meistens in der Variante mit Milch. Wir machen ihn nach dem Originalrezept und der Drink ist um einiges älter als das Jahr des Films vermuten lässt. Und zwar ist der Drink aus 1949 und entstanden ist er in Belgien. Auch vielleicht nicht das bekannteste Cocktailland der Welt. Und der gleiche Erfinder dieses Cocktails hat auch den sogenannten Black Russian erfunden, was im Endeffekt auch nur Wodka mit Kaffeelikör ist. Und das ist sozusagen die Basis für unseren Drink. Wir nehmen uns ein schönes Glas, denn auch dieser Drink wird in diesem Glas, in dem er zubereitet wird, auch direkt serviert. Genau. Und bevor wir anfangen, den Drink zu machen, muss ich euch natürlich noch sagen, wie ihr an die Zutaten rankommt. Hier seht ihr die wunderbare Box, die wir aufgebaut haben. Das ist unsere neue From Russia with Love Box, erhältlich wie alle unseren anderen Cocktailboxen auch auf www.liminto.de. Da findet ihr alle Zutaten, die ihr für diesen Drink braucht und auch noch alle anderen Boxen, die wir sonst so im Handel haben. Das Einzige, was ihr noch braucht, ist ein bisschen Eis. Also schnappen wir uns unser Eis und legen los. Im ersten Schritt ist es nicht so wichtig, den Drink wahnsinnig voll zu machen, denn wir rühren den jetzt erstmal auf Eis und danach kommen ein paar Zutaten dazu. Das ist ein ganz, ganz, ganz einfacher Cocktail, der Black Russian sozusagen. Zwei Bestandteile, Wodka und Kaffeelikör. Wir nehmen von beiden 4 cl, 40 Milliliter. Und achte drauf, einen guten Kaffeelikör zu verwenden. Ja? Nicht den bekanntesten, den ihr aus dem Supermarkt kennt. Will den Namen jetzt nicht sagen, sondern einen schönen, einen, der für euch vom Geschmack her wunderbar zusagt. Wir nehmen den wunderbaren Mokko-Kaffeelikör aus echten Bio-Kaffee. Auch davon 40 Milliliter direkt in das Glas. Genau. Und im Endeffekt bleibt uns dann nichts mehr übrig zu machen, als den Drink kurz ein wenig kühl zu rühren. Das heißt, wir gehen einfach mit unserem Löffel hinein und rühren den Drink 15 bis 20 oder auch 30 Sekunden. Je nachdem, was für eine Temperatur eure Spirituosen haben, wie kalt euer Eis ist, ob euer Glas vorher im Kühlschrank war. Das hat ganz viele Faktoren. Im Endeffekt geht es jetzt hier nicht nur darum, den Drink ein wenig zu kühlen, sondern auch ihn ein wenig zu verdünnen. Denn momentan haben wir ja nur Wodka und Kaffeelikör drin. Das ist relativ stark. Das heißt, wir brauchen ein wenig das Wasser aus den Eiswürfeln, um ihn zu verdünnen. Wunderbar. Wie gesagt, es geht relativ schnell. Ihr merkt das schon. Jetzt die Frage, wie ihr gerne euren Kaffee trinkt. Wer gerne seinen Kaffee schwarz trinkt oder nur mit Milch und ohne Zucker, der kann die letztnächste Zutat einfach weglassen, den Zuckersirup. Ansonsten dürft ihr gerne hier jetzt entweder beim Rühren selbst oder in die Sahne ein wenig Zuckersirup reingeben. Die Sahne solltet ihr am besten leicht angeschlagen verwenden. Ja, also nicht ganz flüssig direkt einschenken, sondern ihr könnt sie entweder in so eine Spritzflasche einstellen und ganz kurz ein wenig von Hand schütteln, damit sie ein bisschen dicker wird von der Konsistenz und sich wunderschön auf den Drink legt. Oder einfach in der Methode, wie ihr sonst geschlagene Sahne herstellt und schlagt die Sahne so auf, bis sie ganz leichten Stand bekommt, also bis sie ein wenig dickflüssig wird, aber auf gar keinen Fall geschlagene Sahne verwenden, sondern es sollte immer noch eine Flüssigkeit sein, die sich dann auch noch mit dem Drink verbindet. Und eben diese Sahne könnt ihr dann, wenn ihr das so möchtet, mit dem Zuckersirup nachsüßen. Aber für diejenigen unter uns, die gerne schwarzen Kaffee trinken, reicht das vollkommenermaßen aus. Auch der Kaffeelikör ist ja, wie der Name Likör schon sagt, ein wenig gesüßt. Ihr könnt wieder einen Löffel nehmen und ihn einfach sozusagen auf die Oberfläche eures Drinks legen und dann ca. 4 cl Sahne einfach darüber verteilen. Genau. Nach einer kurzer Zeit könnt ihr den Löffel auch wegnehmen, wenn die Sahne die richtige Konsistenz hat. Seht ihr richtig, dass ich hier ein wenig habe ich gespritzt, aber es macht nichts, dass sich zwei wunderbare Schichten bilden. Na, die Sahne oben, der Drink sozusagen unten, wunderbar, braucht auch keine weitere Deko, der Drink ist so wie er ist, komplett fertig. Ja, ich würde sagen, dann können wir mal probieren, wie so der White Russian schmeckt. Genau die richtige Menge Zucker für mich, denn wie gesagt, der Mokko ist schon leicht gesüßt. Ihr müsst euren eigenen Geschmack da ein bisschen finden, für den Fall, dass ihr ihn sozusagen bei euch zu Hause macht.
und dann sozusagen beim ersten Trinken merken, dass er noch ein bisschen Zucker vertragen könnte, ist es jetzt auch gar kein Problem, da noch ein bisschen Zuckersirup reinzugeben, nochmal kurz umzurühren, um das Ganze zu mischen und fertig. Super cremig, super lecker, schmeckt nach echtem Kaffee, ne? Deswegen nehmt einfach einen guten Kaffeelikör und nicht den mit K, den man sozusagen, der mit K anfängt und mit Lua aufhört und den man in jedem Supermarkt findet. Der ist für den Dude vielleicht noch gut genug, aber der Mann kauft, der nimmt auch Milch statt Sahne. Auch das kann man machen, aber so ist der Drink eben sehr viel luxuriöser und macht einfach mehr Spaß. Aber wie gesagt, wenn der Dude hier stehen würde, würde er auch nur zu mir sagen, das ist aber auch nur irgendwie so deine Meinung, Alter, deswegen, ne? Macht den Drink so, wie er euch Spaß macht. Das ist der White Russian, so wie wir ihn machen. Und wie gesagt, ich hoffe, er schmeckt euch. Und dann bleibt mir nichts außer zu sagen, als probiert ihn gerne aus. Wie gesagt, unsere From Russia with Love Box ist voller leckerer Cocktails, die alle sich um den Bereich Wodka drehen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal hier aus der Barschule Freiburg. Und Nastrovje.